So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Der Hannes ist... Genau. Oh, intense Nacho, so. Genau. Der Hannes ist nochmal da, denn wir haben noch eine Sorte Takis übrig, nachdem wir in der letzten Folge diesen breiten Beutel intense Nacho probiert haben. Non-spicy, der einzige... der im Prinzip kein bisschen scharf ist, wie man merkt. Kein bisschen scharf, keine Schärfe auf der Skala, nichts angezeigt. Einfach nur Käsegeschmack, schmeckt aber trotzdem wie ganz normale Tortillas mit Cheese. Flavor, kannst du dir 300 Gramm Beutel holen für 99 Cent, statt hier so ein 92 Gramm Beutel für 5 Euro. Das war das vernichtende Urteil, hat geschmeckt, aber ist trotzdem den Preis nicht wert. Diesmal haben wir eine Edition Limitata, also eine limitierte Edition, nämlich Takis Takatrin. Takatrin, und was ist das? Wir sehen hier auf jeden Fall Röllchen, wir sehen hier Jalapeno-Scheiben, rote, und wir sehen Limettenscheiben, das heißt, die dürften diesen typischen mexikanischen Limettenflavor wieder haben. Oh, ja. Der Schärfegrad ist wieder auf Maestro ausgelegt. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, habe ich auch noch nie gehört. Ist wahrscheinlich eine seltene Sorte, hat auch nur 90 Gramm drin. Obwohl der andere Beutel so breit war, hat er trotzdem, obwohl der viel schmaler ist, auch 90 Gramm, aber dafür ist er vielleicht ein bisschen höher. So, wir tun jetzt mal raus in die Schüssel hier rein. Dann sehen die gar nicht orange aus. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie vielleicht richtig schön schwarz sind, sind sie aber nicht. Das ist hier die Taki-Sorte, das zeigen wir kurz so rein. Ey, ich hatte die Schüssel zu weit unten. Und das wollen wir jetzt probieren, als letzte Tüte, denn mehr habe ich nicht. Außer in der Zeit findet sich noch was anderes. Takatrin. Bitte schön, Hannes, ich stelle dir den Beutel mal hierher. Probieren mal, sind die scharf, schmecken die nach Limette, sind die abartig, wir werden es rausfinden. Was sagt der Meister? Ich muss den Hannes immer erst reden lassen. Den Limettengeschmack schmeckt man trotzdem irgendwie raus, also... Mh. Aber eine gute Schärfe ist auf jeden Fall dabei. Wenn dieser Limettengeschmack bloß nicht wäre. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte bei dem ersten Mal, was ich gegessen habe, absolut gar keinen Limettengeschmack und habe mich schon gewundert, dass da Limette drauf gezeichnet ist. Leicht. Wenn ich nichts von Limette schmecke. Was ich aber geschmeckt habe, ist irgendwie wie so Schinken oder Bacon. Irgendwie hatte ich so eine, als hätte gerade jemand Bratwurst gebraten und würde mir das so unter die Nase halten. So hat das geschmeckt, irgendwie so ein Brät, so einen sonderlichen Geschmack, ja. Mit einer Würze hinterher, okay. Und ich muss sagen, ich fand den Geschmack interessant, ich fand ihn angenehm und mir hat das eigentlich voll getaugt, da ich auch gerade die Limette nicht ausgeprägt finde. Die tümmelt vielleicht dann rum beim zweiten, hast du ein bisschen was dann gemerkt. Aber das ist definitiv gegen alle anderen so wenig Limette dran, dass es absolut okay ist und das lässt sich aushalten. Schärfe ist da, es bitzelt ein bisschen im Hals. Die ist gut, ja. Das finde ich gut. Ich finde es auf jeden Fall besser als diese Käse-Dinger, weil die kriegst du an jeder Ecke günstiger mit mehr drin. Aber das ist ein Geschmack, den kenne ich so nicht. Den würde ich jetzt direkt einfach dieser Sorte und dieser Tüte zuordnen. Also ich finde das gut. Neben diesen Dragon Sweet Chili Dings Bums, die wir da hatten, finde ich, das ist die zweite Sorte, die ich auch nochmal sogar kaufen würde. Ja gut, nach dem dritten oder vierten Ding hängt es einem dann wahrscheinlich auch zum Hals raus, aber... Ja, das ist okay, das ist okay. Wenn ihr das kennt, ist ja eh eine limitierte Edition. Takatrin, ja, schreibt es mal in die Kommentare, ansonsten war es das von meiner Seite aus.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes und ciao.